Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Warfinder und ich habe mir überlegt, wir spielen mal wieder die amerikanische Luftwaffe. Und ja, ich habe jetzt mal wieder ein paar Tage lang eine kleine YouTube-Pause gehabt, aber ich verspreche euch, demnächst wird es besser, einfach nur deswegen, weil Schuljahr jetzt langsam auf sicher dem Ende zugeht. Und ja, meine einzige Ausrede, die ich leider habe, ist, die EM verschlingt unfassbar viel Zeit. Es ist wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, wie das bei euch zelebriert wird in der Familie, im Freundeskreis etc. Aber ich gucke tatsächlich eigentlich irgendwie immer alle Spiele, wenn ich zu Hause bin, auf meinem zweiten Bildschirm nebenher irgendwie an. Oder wenn, keine Ahnung, wichtige Länder spielen wie Italien, Spanien oder Länder, die man nicht mag, dann sitzt man auch mal mit der Familie zusammen und guckt die an. Also irgendwie, das verschlingt schon viel Zeit bei 3 Spielen am Tag. Aber gut, die Gruppenphase ist ja auch demnächst vorbei, wobei im Achtelfinale und so, da wird natürlich noch mehr geguckt. Man muss dazu sagen, einen Moment bitte, dass ich in keinster Weise irgendwie Fußballfan bin. Also ich meine, Fußball objektiv als Sport zu beurteilen, will ich jetzt hier auch gar nicht machen oder so. Aber ich finde dieser nationale, beziehungsweise ja, dieser Wettbewerb quasi, den finde ich halt so interessant. Und natürlich die EM mit all seinen Vor- und Nachteilen. Also manche sehen es als Nachteile, ich als Vorteile. Eben das, wenn Deutschland mal gewinnt, dass irgendwo Riesenfeste sind, wo dann wirklich niemand sich irgendwie schlägert, sondern alle sich ganz doll lieb haben und keine Ahnung, das ganze Zeug. Man hat immer irgendwas, wo das man reden kann. Da reden auch mal die Leute mit, die sonst halt eher ein bisschen leiser sind und so. Ich meine, das sind alles Dinge, wo die Leute sich eigentlich drüber aufregen irgendwie. Und ich finde die gut. Zum Beispiel auch, dass jetzt in Nachrichten, da läuft ja quasi bei der Tagesschau ein Drittel der Zeit, geht einfach nur für die EM drauf. Das ist so gesehen natürlich scheiße, aber ich bin halt der Meinung, dass so alle paar Jahre mal 4 Wochen Pause von allem nicht mal so schlecht ist. Also wenn ich überlege, ich meine, die Flüchtlingskrise, es hat ja inzwischen schon keinen mehr interessiert, wenn es da irgendwas Neues gab. Wenn es da einfach mal ein paar Wochen Pause gibt und Leute sich mal mit was anderem wieder beschäftigen, wie mit denselben Themen, die jetzt seit Jahren, gefühlten Jahren, sagen wir zumindest mal Monaten, immer wieder quasi dasselbe wieder aufkommt. Da ist doch eigentlich ganz gut, wenn man mal eine Pause hat, wo man das ganze Zeug, sagen wir mal, ein bisschen egaler werden kann, dass man sich danach wieder wirklich frisch drauf konzentriert und ja, man quasi nicht da so ein Loch reinfällt, von wegen, ja, ist mir doch eh alles inzwischen egal. Naja, bis jetzt war die EM eigentlich recht witzig. Also bei mir ist es tatsächlich so, es gab ja bis jetzt nur 2 Spiele. Beim ersten Spiel habe ich ein paar Freunde eingeladen, beim zweiten Spiel kamen dann schon mehr. Wir haben halt ein relativ großes Esszimmer und dann drehen wir einfach den Fernseher einmal um ins Esszimmer, weil normalerweise sagt er ins Wohnzimmer logischerweise und dann kommen da alle Leute und dann wird da das Spiel zusammen angeguckt. Also die kommen da dann wirklich sogar von weiters her. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schildern, wie sowas bei euch aussieht, aber ich habe schon spaßeshalber gesagt und eigentlich ist da mehr Wahrheit dran, als es sein sollte. Die EM bzw. die WM ist bei uns ein größeres Familienfest als Ostern und Weihnachten zusammen. Das ist wirklich schlimm. Ah, verdammt. Okay, vielleicht kriegen wir den noch. Ich habe übrigens schon ewig kein War Thunder mehr gespielt, merkt man vielleicht auch. Weil ich mit den Amis ja immer recht gut war. Ich habe übrigens inzwischen auch Hearts of Iron 4. Ich habe nur die erste Runde, die ich gespielt habe, gnadenlos verloren. Weil ich auch einfach gar keine Ahnung hatte. Ich habe einfach mal drauf losgespielt. Also ich wusste, dass man forschen kann und Einheiten irgendwo hin positionieren. Ich wusste auch, wie man theoretisch Krieg führt, aber ja. Ihr habt selten jemanden so schlecht Hearts of Iron 4 spielen gesehen. Aber da kommen auch noch Videos. Dann, was sind denn sonst die weiteren Pläne? Also jetzt kommt auf jeden Fall wieder War Thunder Rouge, weil das ist eigentlich so mein Fokus. Weil, ja, also ihr seht halt Hearts of Iron 4 und Warhammer seht ihr momentan überall. Deswegen machen wir quasi alles andere. Beziehungsweise Warhammer machen wir auch, aber halt hauptsächlich den Multiplayer. Und da will ich auch mal wieder was machen. Dann Hearts of Iron 4 will ich mal einen Livestream machen, so keine Ahnung, 4 Stunden Livestream oder so. Und das hat ja dann auch wenig mit dem Upload zu tun. Da leidet ja nichts anderes drunter. Auf jeden Fall, oh, das ist böse, wenn irgendwelche Bomber irgendwo landen. Die kriegst du halt einfach nicht kaputt. Ah, haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, was haben wir denn sonst noch geplant? Also ich weiß nicht, vielleicht. Also ich schreibe jetzt nächsten 3 Wochen, glaube ich, noch arbeiten und dann ist rum. Also nächste Woche ist schon ein bisschen übel. Die Woche darauf auch, da schreibe ich noch Wirtschaft und dann ist auch nochmal ein bisschen eklig. Aber es geht alles, also ich habe keine 4 Arbeiten in der Woche oder so. Bedeutet, es kommen normal Videos, aber zusätzliche Projekte, mit denen könnt ihr bis in 3 Wochen rechnen. Und ich hoffe doch, dass wir bis in 3 bis 6 Wochen zumindest mal ansatzweise an 6.000 Abonnenten sind.
beziehungsweise ich glaube, ich werde einfach schon mal anfangen, das 6000 Abonnenten Special vorzuproduzieren. Weil das wird sehr, sehr, sehr viel Aufwand werden und es werden auch sehr, sehr, sehr viele Videos geben. Aber gut, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wird auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Ah, okay. Ich habe jetzt nur gerade eben das Problem, dass hinter mir ein Flieger ist. Genau, das dachte ich mir. Hoffentlich erwischen die mich nicht und hoffentlich stürzt die Spitfire hier ab. Nice. Okay, da wollen wir jetzt keine direkte Konfrontation. Versuchen wir jetzt einfach wegzufliegen. Das ist gegen Doppeldeck eigentlich mal relativ effizient. Die können ja auch meistens nicht so viel Schaden anrichten. Treffer, jawohl. Jawohl, Flugzeug zerstört. Gut. Gut, wir fliegen jetzt einfach mal nach oben, einfach wegen dem Doppeldecker hinter uns. Ach, scheiße, da kommt noch mehr. Puh! Ha! Der hat uns aber ganz schön ordentlich gerammt und hat uns leider auch dadurch vernichtet. Wobei, also ich könnte jetzt noch landen, theoretisch. Einfach nur. Wobei, könnte ich es noch? Ich weiß es nicht. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren. Mal so ein bisschen hier Roleplay. Es geht ja nicht immer nur darum, dass man die meisten Abschüsse hat. Jetzt angenommen, ihr seid in dieser Situation, euer Flugzeug ist komplett am Arsch. Ihr hättet noch die Chance zu überleben. Gut, es ist auch Arcade, da ist alles nochmal ein Stück einfacher. So. Ich habe gerade eben die Nachricht bekommen, ob ich mal wieder Lust habe, die Flugzeuge der Briten auszuprobieren. Das kann ich mir auf jeden Fall mal merken für den nächsten Part. Also wie gesagt, mir schreibt immer nie irgendwer, was ihr sehen wollt. Also wenn da mal nur einer kommt und meint, komm, spiel doch mal bitte wieder das. Und das ist wahrscheinlich jetzt sogar ziemlich hoch, dass ich das dann auch tun werde. Boah, das ist ja hier schon fast Hollywood-reif, die Szene hier. Uff. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht Michael Bay-mäßig ändert. Okay, es endet Michael Bay-mäßig. Na gut, der Pilot könnte es überlebt haben, wenn er nicht verbrennen würde. Schade, wieso müssen die mich jetzt auch noch abschießen, wenn ich sowas versuche? Egal, ich bin aber noch Zweiter. Ich habe schon zwei Flieger verloren, ist ein bisschen schade. Das nehmen wir dann jetzt mal mit. Wildcat, P26. Ja, komm. Na, nehmen wir die hier. Die Good Old Wildcat. Mal sehen, was wir uns raussuchen. Wir könnten echt mal so zum EM ein paar Sachen schildern. Ich habe auch ein paar Freunde von mir, die auch dachten, die so meinten so, ja, hier EM, ja, ist immer ganz okay, mal gucken. Die Spieler habe ich gemeint, ja, okay, Leute, kommt mal zu uns. Und dann war das trotzdem davor gefallen. Ich komme jetzt immer. Naja. So. Ich finde es ein bisschen schade, dass so viele Spiele, also die Strategiespiele, dass die momentan alle auf einmal kommen. Ich meine, es ist ja normal, im Herbst kommen immer so diese AAA-Titel alle auf einmal raus, das ist ja schon nervig. Weil Strategiespiele ist halt echt übel, wenn Stellaris, Total War Warhammer und Hearts of Iron 4 einfach zeitgleich fast, also mit einem Monat Unterschied, rauskommen. Das ist halt echt nicht so cool. Weil da kann man sich auf kein Spiel so richtig konzentrieren. Die Zuschauer ist natürlich in der Hinsicht cool, weil sie dann, sich dann nicht aufregen müssen, dass nur ein einziges Spiel überall kommt. Verdammt. Egal, wir landen noch auf dem Flughafen. Scheiße, es sah gerade eben aus so wie so Papierflieger. Kennst du vielleicht, wenn die so auf dem Boden sind, dann machen die immer so noch einen Schwung nach oben. Gut. Ich glaube, euch freut's, weil dann seht ihr noch ein paar andere Spiele als nur eins. Weil bei Total War Warhammer ganz schlimm, da hat jeder nur noch Total War Warhammer gebracht. Aber trotzdem, da weiß man halt auch nie, was man so zeigen soll. Jetzt Stellaris, das finde ich halt sehr schade, habe ich jetzt kaum mehr gespielt, weil einfach. Ja, ich spiele sowieso nicht so viel und wenn ich spiele, dann nehme ich auf. Und momentan bin ich ziemlich damit beschäftigt, Hearts of Iron zu lernen, meine Videos, die ich von Livestreams habe, zu schneiden und ab und zu mal noch ein, keine Ahnung, ein Video zu bringen, kommentiertes Gefecht von egal welchem Spiel, ohne Warfunner, ein bisschen Rouge Life. Kritischer Treffer, sehr schön. Scheiße. Hey, heute habe ich schon ein Flugzeug verschleißt, das ist ja abnormal. Ich habe selten, jawohl. Wenigstens noch das Flugzeug zerstört. Also komm, da waren wir vorher bedeutend beschädigter. Ups. Die Rechtskurve war jetzt nicht so cool. Aber immerhin, wir leben noch und zwar unter der Erde. Das war jetzt auch ein sehr philosophischer Satz, wenn man so mal ein bisschen drüber nachdenkt, aber gut.
Schau mal. Wobei ich es ziemlich schade finde, diese ganzen Hooligans und so weiter. Ich finde es einfach komplett bescheuert. Ich muss da auch leider die Franzosen ein bisschen kritisieren. Ich meine, das haben wir beim Kroatien-Spiel wieder gesehen. Wie kriegen die ganzen Feuerwerkskörper eigentlich in das Stadion rein? Also, gerade während der EM oder so, da muss doch da gnadenlos kontrolliert werden, sollte man meinen. Aber gut, muss dazu sagen, dass Frankreich halt gerade ziemlich interne Probleme hat. Aber trotzdem, sowas ist halt schon ein bisschen kritisch. Aber gut, ich hoffe, dass die Russen rausfliegen. Momentan sieht es ja danach aus. Und wenn sie nicht rausfliegen, dann werden sie wahrscheinlich rausgeworfen aufgrund ihrer Fans. Und das wollen wir alle nicht. Weil, dann heißt es, was kann die Mannschaft dafür? Und die Russen heulen da wieder rum, dass das doch alles von den USA gemacht worden ist, um Russland bloßzustellen. Oder weiß Gott was. Naja, gut. Hoffen einfach, dass sie so frühzeitig rausfliegen. Gut. Was forschen wir denn? Ein neuer Motor? Ich meine, das ist nicht schlecht, aber könnte ich jetzt irgendwas auf einmal erforschen? Nehmen wir mal ein neues Flugwerk. Jetzt gehen wir auf einen neuen Motor. Gut, dann war es das jetzt wieder für den Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das letzte Video war ein bisschen asynchron. Ich hoffe, dass es in dem Video besser ist. Das liegt am Aufnahmeprogramm, dafür kann ich nichts. Das ist so jedes 10. Video mal. Aber gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.